Und das Mädel, Layla heißt sie, glaube ich, ne? Oder Layla? Layla, ja. Hat sie auch einen Let's Play-Kanal oder? Selber nicht. Nee. Okay. Ja, was sagst du, wenn wir einmal dabei sind? Dadurch, dass ich ja auch weiblich bin, hoffe ich doch zumindest. Und die da, weißt du, bevor ich hier weiter quatsch, was mir gerade eingefallen ist, wir könnten hier eigentlich Lapis reinmachen. Woran? Da, wo du jetzt aushebst, das muss im Endeffekt so machen. Das finde ich persönlich fürs Wasser eigentlich immer ganz cool. Ja, könnte man machen. Noch ein bisschen blauer. Okay. Ja, was hältst du allgemein von weiblichen Let's Playerinnen? Da sind die Meinungen ja auch gespalten. Viele sagen, muss ich nicht haben und Frauen gehören hinter den Herd und nicht vor den PC. Habe ich jetzt teilweise wirklich auch schon Kommentare bekommen, ich soll es doch bleiben lassen und ich gehöre hinter den Herd und nicht an den PC. Ja, welcher Meinung bist denn du da? So Leute gehören echt geschlagen, finde ich. Einfach nur ins Gesicht und fertig. Das stimmt, ja. Es stimmt, dass man wenige weibliche Gamerinnen oder auch Let's Playerinnen trifft. Ja. Ich glaube, du bist jetzt die zweite, die ich kenne, neben Honeyball. Okay, ja, die war ja bei mir auch schon zu Gast. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war so ziemlich am Anfang, da hat sie ein Zimmer im Schloss eingerichtet. Okay, cool. Ja, aber trifft man wenig, aber ich bin froh, dass man dann doch so Leute trifft. Das ist jetzt nett gesagt. Ja, es ist auch auf jeden Fall schwer, dann auch gute Let's Playerinnen zu finden, sagen wir es mal so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut bin, aber ich meine von der Qualität her von den Videos und dürfte das bei mir eigentlich schon passen, weil es gibt zwar auch kleine Let's Playerinnen, ich schaue selber ab und zu auch mal wieder, weil ich halt gern jemand bin. Ich pick mir mal die eine oder andere Person raus, wie bei dir. Ich habe dich ja einfach angeschrieben und frag dann einfach mal, hier, hast du nicht mal Lust, mit mir aufzunehmen? Und man quatscht mal ein bisschen, um die Leute einfach auch meiner Community ein bisschen zu zeigen, um auch zu sagen, hey Leute, schaut doch einfach mal vorbei. Es gibt auch noch andere gute. Ja. Ja, das ist dann eigentlich immer sehr, sehr schwer mitzufinden, weil was ich immer sage, wenn man anfängt mit Let's Playen, sollte man wirklich darauf achten, dass man dann eben auch Qualität abliefert. Weil es bringt nichts, wenn ihr einen coolen Kommentarstil habt, aber das durch irgendwelche Störgeräusche dann im Endeffekt gar nicht richtig rüberkommt. Ja. Das ist auch so ein Fakt. Ich habe mir jetzt auch mal ein ordentliches Mikro geleistet, damit ich keine Störgeräusche habe, weil es gab auch Zeiten, da war dann so Mikroquali Bass auf 100 und Rest auf 0. Okay. Da hat man mich gar nicht gehört. Okay. Was hast du denn für ein Mikro? Momentan habe ich ein T-Bone SC440. Ja, das habe ich auch. Ja. Ich finde es ganz gut. Auf jeden Fall für die Preisklasse auch auf jeden Fall empfehlenswert. Also wenn man ein gutes, günstiges Mikrofon haben will, dann würde ich auf jeden Fall zu dem T-Bone greifen, weil ich habe für meins 69 Euro gezahlt. Gut, ich habe so ein Mikrofon, so ein Standmikrofonständer mit. Passt ja eigentlich. Ja. Ich habe auch noch Tischständer und Popschutz dazu und das war dann auch ca. 80. Genau, den Popschutz habe ich auch noch mit. Aber der ist abartig riesig, ne? Oh ja, für das kleine Mikrofon. Ja, da habe ich mir am Anfang auch gedacht, und ich so, what? Weil ich kenne es ja von meinem Freund eben, der hat das Rode NT1A. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so, oh ja, von der Größe her passt das alles einwandfrei. Und dann ist der Popschutz von dem mitgekommen. Und mir gedacht, so, ey, what? Wollen die mich verarschen? Ja. Manchmal gibt es schon Sachen, da denkst du dir, hier fehlt ein weißer Stein. Gut, dann würde ich sagen, füllen wir mal Wasser rein. Oh Gott, das wird lustig. Das kann lustig werden. Auf. Vor allem hätten wir, glaube ich, nicht bis komplett unten bauen sollen. Denkst du? Weil sonst können wir das Wasser nicht platziert an den bestimmten Stellen. Ach. Mal gucken, mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Alles machbar. Klar. So, jetzt einmal hier. Summ, summ.
mal komplett. Ich lass mich jetzt einfach vom Wasser nach vorne treiben. Rennt hier überall Wasser. Zack. Das ging schnell. Hey, siehst du? Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Warum? Die Mitte müssen wir auch füllen. Die Mitte? Ach so, stimmt. Ups. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub. Hä? Fühlt sie sich selber? Was ist da los? Hä? Kann man Wasser auf Wasser blenden? Ja. Blub. Da kannst du so Wasserbugs mit wegmachen. Hä? Seit wann das? Das verwirrt mich aber jetzt stark. Ja? Oh, lol. Jetzt. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Ich kenn's eigentlich nur so. Ich kenne das noch so, dass man dann in der Mitte nämlich ein riesiges Loch hatte. Ja? Ja. Okay. Siehst du? Jetzt haben wir doch schon ein riesen Schwimmbad hier. Oh, ja. Aber jetzt müssen wir hier irgendwas natürlich mit hinbauen, weil das sieht ja so kacke aus. Irgendwie ein Rand. Was kann man denn da für einen farblichen Akzent mit reinmachen? Puh, Gott. Hier schon farbliche Akzente. Okay, ja, das ist... Das kann lustig werden. Hätte ich mir eigentlich sparen können, weil Männer sind ja da allgemein nicht so, ne? Nee, deshalb habe ich mir auch ein Mädchen mit ins Let's Play geholt, weil Designtechnik ist dann doch ein bisschen besser. Okay. Was könnten denn wir da reinmachen? Glowstone. Mit Glowstone würde ich einmal vielleicht so machen. Blub, blub, blub. Blub. Mal so, 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 so. So ein kariertes Muster. Genau. Okay. Das ist hier einfach ein bisschen. Ei. Du hast es gerade weggehauen. Ich habe gerade gedacht, hey, wieso verschwinden denn die Steine hier? Das passiert alles automatisch. Ja, das wäre cool, dann baue ich da öfters. Es kommt hier schon wieder das Höhlengeräusch. Ja, nee, ist klar. Erstmal die Höhle fluten da unten. Höhle fluten. Höhle fluten. Oh Mann. Alles kaputt hier. Nein, nein, jetzt habe ich mich verbaut. Nein. Wieso verbaut? Ich habe hier den falschen Stein weggeschlagen. Ach so. Och. Sie sollte da eigentlich bleiben, aber. Nö. Passiert. So was passiert. Und dein Together läuft auch ganz normal im Survival? Ja, das läuft normal, ja. Okay. Wie ist denn das bei dir? Trifft man dich auf der Gamescom oder? Auf jeden Fall. Gamescom ist für mich ein Muss, weil ich da auch. Jetzt habe ich hier schon wieder Mist gebaut. Was soll denn das? weil ich dort dann auch meine Let's Play-Kollegen treffe. Mhm. Weil sie wohnt in der Schweiz. Ich wohne einmal komplett anderes Eck von Deutschland. Okay. Ich flute die Wiesen gerade, fällt mir mal so ein. Was machst du gerade? Die Wiesen flut. Ah, oh, es bellt die Luna rum, Entschuldigung. Stört ja nicht. Also mich stört's okay nicht. Hey! Jetzt kann ich gleich irgendwas schmeißen, das so ruhig ist. Ja, du wohnst in einem ganz anderen Eck. So viel ja habe ich schon verstanden. Und das ist dann halt schon was schwer, sich dann privat zu treffen. Nee, klar. Und auch die ganzen Leute, mit denen ich momentan auf dem Teamspeak bin, die treffe ich da eigentlich. Okay. Ja. Huch. Kommt der denn her? Den habe ich gerade dahin gebaut. Ein bisschen verwirrt. Ja, ich würde es als farblichen Akzent hier reinmachen. Doch, mache ich das jetzt so oder mache ich es nicht so?
Gute Frage. Jetzt bin ich etwas überfragt hier gerade. Ich glaube, den Teil müsste man eh noch wegmachen hier. Ne? Ja. So, einmal nach oben. Mann, sei ruhig jetzt, sonst sperre ich dich aus. Das ist in jeder Aufnahme, muss die dabei sein. Ja. Ein bisschen Fame schadet mir. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja fast bekannter als ich hier. Luna. Ja, komm, jetzt reicht's. Steht vom Hasengehege und macht da Spektakel. Würde mein Hund auch machen, wenn er die Chance dazu hätte. Ja. Hasenhammer, leider nicht mehr. Wobei, ich glaube, ich hätte auch nicht die Zeit, mich dann noch um Hasen zu kümmern. Okay. Neben Hund und Schule und Hobbys. Ja. Okay, das ist beim... Das weiß ich, warum die Welt da... Die haben so blöde CDs hier einfach aufgehängt, dass es die Tauben ein bisschen abhält und die spiegeln jetzt die ganze Zeit. Und das mag sie an Schweinen nicht besonders. Okay. Das hier jetzt schon mal komplette Ebene? Okay. Diese Höhle hier einfach, die komplette Ebene? Ja. Ja. Okay. Kann man ja dann irgendwie noch eine Eisbude oder sowas machen. Ja. Mal schauen, wie uns das Ganze hier gelingt, wie das Ganze hier dann aussieht. Ich habe bis jetzt noch gar keine Vorstellung. Ja. Echt noch null. Okay. Also ich habe das Ganze schon im Kopf, aber wie das dann letzten Endes sein wird, ist natürlich die Frage, ne? Ich geh jetzt in meine fucking Höhle rein. Gehen die lang? Das sind zwei Höhlen, oder? Weil hier ist nämlich noch eine Höhle. Ja, da ist noch eine Höhle hinter. Ach Gott. Hinter der Höhle ist noch eine. Kacke. Cool. Blöde Höhle. Nee, kann die nicht woanders sein. Eben. Muss ausgerechnet wieder da sein, wo wir bauen wollen. Hier ist so eine verdammte Krütze. So. Eben ist gleich weg. Alles weg. Der Dreck muss weg. Oh ja. Ich bin froh, dass wir das hier im, jetzt mal schon mehr kaputt ist, dass wir das hier im Game Mode machen. Ja, also im Survival wäre das Ganze ja schon ein bisschen arg heftig. Das traue ich, beziehungsweise das möchte ich meinen Gästen dann nicht zumuten. Also aber nicht. Ja, so viel. nein, vielleicht klappt hier noch. Du bohrst dich mitten in Berge-Landschaft rein. So weit war das eigentlich. Es könnte noch was dauern. So weit war das eigentlich nicht gedacht. Wenn du mal hochfliegst, da ist einiges an Bergen noch. So weit war das nicht gedacht. Machen wir mal. Die Höhle nervt ja aber echt ein bisschen. Schon, ne? Geh weg. Ich mach die jetzt zu. Ja, habe ich mit der anderen Höhle auch gemacht. Einfach zubauen. Ja. Sei ruhig jetzt. Es liegt sie hinterm Sofa und macht das jetzt gerade. Hey, sind das jetzt drei Höhlen oder was? Jetzt reicht's aber langsam. Echt? Wow. Wo kommen die jetzt wieder her? Du bist auch wieder komplett Loch. Alles zu hier, so. Tot den Höhlen. Tiki, 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 tiki.
Ne, das war jetzt zu viel zugemacht, Hoppe. Es wird schon wieder dunkel. Machen mal wieder hell. Oh, Licht! Oh, Gott. Licht! Mach das Licht an! Meine Augen! Was ist denn dein Lieblingseis? Wir haben nämlich seit kurzem eine Eismaschine und das sind wir momentan am Eis ausprobieren. Okay. Was ist denn da dein Lieblingseis? Hab schon Ewigkeiten kein normales ordentliches Eis mehr gegessen, glaube ich. Okay. Also Sommer war ja letztes Jahr ziemlich schnell vorbei. Mhm. Ich glaube, das letzte, was ich sogar gegessen habe, Pistazie. Stimmt, ja. Pistazie, okay. Pistazie ist lecker.